Leute, herzlich willkommen zu meiner Spielanalyse vom Spiel Portugal gegen Deutschland in München. 4-2 haben wir als Deutschland gewonnen. Das freut mich natürlich richtig. Eigentlich ist Portugal mittlerweile unser Lieblingsgegner. Okay, 2000 bei der EM haben wir mal 3-0 verloren. Das war richtig, richtig bitter. Aber seitdem Cristiano Ronaldo dabei ist, auch wenn es einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist oder mein Lieblingsspieler, seitdem hat Portugal eigentlich gegen uns nie Land in Sicht bekommen, ja. So, wie hat das Spiel angefangen? Wir haben mit der gleichen Aufstellung angefangen, Dreierkette respektive Fünferkette, was mir schon mal gar nicht gefallen hat, wo ich so dachte, ey, stell doch mal das System um, wieder Gnabry vorne. Wie soll das was werden? Wir haben nach vorne nichts gerissen, aber wir haben sehr, sehr gut nach vorne gespielt, muss ich sagen. Wir haben sehr, sehr gut nach vorne gespielt, hat mir sehr gut gefallen. Und dann, obwohl wir die ganzen Chancen hatten, das 1-0 auch gemacht haben mit Gosens, war aber dann Abseitsposition, was auch richtig erkannt wurde vom VAR, haben wir dann das 1-0 bekommen. Und warum? Wir stehen bei einer Ecke vorne, wir pressen die ganze Zeit und was ist das für eine komische Eckenverteidigung bzw. Aufteilung in der Abwehr gewesen? Wir hatten nur 3 Spieler in der Defensive, was ja erstmal okay ist, wenn man gegen 3 Portugiesen ist, aber wie die aufgeteilt waren, Cristiano Ronaldo steht in der eigenen Hälfte völlig frei, kommt an den Ball, irgendein Abpraller nach einer Ecke und dann völlig verwirrt unsere IV, die dann aus Havertz und was weiß ich wem bestand, weil wir ja unsere Aufteilung so hatten bei dem Eckstoß, weil Ginter und so weiter natürlich vorne waren. Völlig lost in dem Moment. Kassieren wir das 1-0 und ich sag ganz echt, das 1-0 war eine Katastrophe. Das war so schlecht verteidigt. Ich habe mich bestimmt 10 Minuten im Stream drüber aufgeregt, wie man so schlecht verteidigen kann. Aber nun gut, es war dann passiert. Wir haben 1-0 hinten gelegen nach 15 Minuten durch Cristiano Ronaldo, der aufs leere Tor geschossen hat. Aber wir haben uns erstmal fangen müssen. Also wir haben dann wirklich nicht weiter so nach vorne gespielt. Also die ersten 14 Minuten haben uns gehört. Wir haben sehr, sehr gut nach vorne gespielt, aber wir haben dann nicht so weitergemacht, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber dann so ab der 30. Minute haben wir langsam wieder nach vorne gespielt. Und dann kam auch das 1-1, wo alle erst dachten, das war Kai Havertz, war er aber nicht. Es war einer der besten Verteidiger der Premier League, und zwar Ruben Dias. Die Flanke kam von Gosens. Gosens erste Torbeteiligung. So, 35 Minuten 1-1. Dann 2-1. Das war dann die 39 Minuten. Nur 4 Minuten später führen wir auf einmal 2-1. Spiel gedreht, ja. Vorlage kam von Kimmich. Havertz wieder vorne mit rumgetölpelt, sage ich mal so. Und dann stand zur Halbzeit 2-1. Ich war zufrieden. Ich dachte mir, ey, wenn wir das irgendwie über die Bühne kriegen, völlig okay. Aber dann zweite Halbzeit, Kai Havertz, ja. Der mich im ersten Spiel so aufgeregt hat, weil er kann es eigentlich. Er hat die Champions League gewonnen. Er hat das Tor für die Champions League für Chelsea gemacht zum 1-0. Aber der hat, seit er bei Deutschland spielt, also im ersten Spiel schon gegen Frankreich und auch jetzt gegen die Portugiesen, eine Körperspannung, ey, wie ein Schluck Wasser. Flanken, Kopfbälle, Schüsse, immer wenn er den Ball hat, wie ein Schluck Wasser. Ich kann es nicht erklären, warum. Er ist ein fantastischer Spieler, aber manchmal vielleicht ist er zu arrogant oder zu schüchtern, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht er es 3-1. Und was mich ein bisschen aufregt, es war richtig geil rausgespielt, das 3-1. Die Vorlage kam wieder von Gosens, zweite Torbeteiligung an dem Tag, ein Tor aberkannt bekommen an dem Tag schon. Also richtig abgegangen, der gute Gosens mit der 20 wie Poldi, auch wenn alle sagen, er sieht aus wie Poldi. Ich finde jetzt nicht so krass, aber mit der 20 natürlich wild. Macht Kai Havertz das 3-1, so wichtig für uns, wichtig und richtig, wie Skeldavi im Chat immer zu sagen pflegt, aber er freut sich nicht, also ist jetzt mir scheißegal, ich Hauptsache wir gewinnen, aber warum freut man sich nicht, ey, wenn ich ein Tor für Deutschland schieße, es steht 3-1 gegen Portugal, wir haben das Spiel gedreht, ich zerreiß mein Trikot wie Zecke Neuendorf, ich verstehe es einfach nicht, aber gut, scheinbar ist er es gewohnt, so eine geilen Sachen zu machen, vielleicht ist er zu arrogant, vielleicht ist er zu schüchtern, ich weiß es nicht, ist mir auch scheißegal, wir haben 3-1 geführt und es wurde noch besser. Dann, unfassbar krasse Flanke in der 60. Minute von Kimmich, 4-1, Gosens steht völlig frei und macht auch noch, das hat er sich so verdient, ich habe es ihm so gegönnt, sein Tor für die Nationalmannschaft. Und damit hat er 3 Torbeteiligungen, Kimmich 2 Torbeteiligungen, unfassbar krass. Noten kommen gleich auf jeden Fall. Also, krasses Spiel von Robin Gosens. Danach wurde er direkt ausgewechselt gegen Marcel Halstenberg. Ich hätte jeden anderen Spieler zuerst ausgewechselt vor ihm. Aber gut, Jogi Löws Entscheidung, ihn in der 62. Minute rauszunehmen. Da stand es 4-1. Später hat Diogo Jota nach dem Standard, nach dem Freistoß noch das 4-2 gemacht. Auch wieder schlecht verteidigt, meiner Meinung nach. Stand völlig frei. In diesem Fall war Rüdiger derjenige, der ihn hätte denken müssen, meiner Meinung nach.
Aber egal, wir haben es über die Bühne gebracht, 4-2 gewonnen. Und jetzt will ich gerne noch meine Noten abgeben. Also Manuel Neuer an keinem Gegentor in irgendeiner Weise beteiligt. Hat das Spiel immer schnell gemacht. Wenn er Bälle abfangen konnte, hat er sie abgefangen. Guter Torwart, kriegt von mir eine 2. Er hat jetzt keinen überragenden Ball gehalten, hat 2 Gegentore bekommen, aber hat auch keine Fehler gemacht. Für mich eine 2. Dann rechter IV, jetzt nach der Aufstellung. Ginter hat für mich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Etliche Schüsse abgeblockt, war sehr, sehr stark, wenn er im 1 gegen 1 Duell war, kriegt von mir heute eine 2. Vielleicht sind die Noten jetzt zu gut, vielleicht waren die Noten im letzten Spiel gegen Frankreich zu schlecht, aber das ist emotional, es ist 5 Minuten nach dem Spiel, mir ist unfassbar heiß, ich gebe die Noten jetzt, wie ich es gefühlt habe, nach dem ersten Sehen. Ginter eine 2. Hummels auch heute wieder schwach, viel zu langsam in einigen Laufduellen, meiner Meinung nach, gerade auch beim ersten Gegentor, beim 0-1. Er ist der Abwehrchef, er ist in der Mitte der Dreierkette in der IV, er muss es abklären, dass es abgesichert ist, auch wenn alle IVs vorne sind bei der Ecke. Der kriegt von mir heute leider wieder nur eine 4. War für mich kein überdurchschnittliches Spiel. Rüdiger mal Hümer hat, also sorry, ich muss es sagen, Streetfußballer Cristiano Ronaldo hat ihm einmal wirklich die Ehre genommen. Also es geht nicht darum, ob das wichtig fürs Spiel ist. Es war völlig unnötig fürs Spiel. Es war ein ganz normaler Pass, aber er hat ihm die Ehre genommen. 2-3 Mal sah Rüdiger heute auch wirklich nicht gut aus, aber er hat die Mentalität reingebracht, die wir brauchten. Man hat ihn gesehen, wenn die Kamera auf ihn kam, er hat geschrien, er hat seine Leute angeschrien, er hat gekämpft, er hat sich in Zweikämpfe reingeworfen. Auch wenn er ab und an nicht richtig stand, wie beim 4-2 meiner Meinung nach, kriegt er von mir eine 3. Und er ist unfassbar wichtig für die Mentalität im deutschen Spiel. Gündogan sehr unauffällig, keine Fehler gemacht, aber auch nicht wahnsinnig viel nach vorne gemacht, kriegt von mir eine 3,5. Genauso wie Kroos. Ich fand ihn fast schon, muss ich sagen, also Geschmackssache. Ich habe, wie gesagt, es war heute ein wildes Spiel. Es war so viel nach in der Offensive. Ich konnte mir gar nicht jeden Spieler einzeln angucken. Toni Kroos, eigentlich im ersten Spiel, in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark, im zweiten Spiel abgebaut. Auch heute wieder das Spiel verschleppt. Aber gerade in der zweiten Halbzeit hat es uns geholfen, dass wir einen haben, der das Spiel verschleppt, der das Spiel langsam macht, der sichere Pässe spielt. Deswegen von mir auch eine 3,5, aber war auch nicht überragend. Gosens, ey, kann ich nur klatschen. 2 Torvorlagen, 1 Tor, eigentlich 2 Tore, wenn es eine mit Abseits noch dazu zählt, kriegt von mir eine glatte 1. Vielleicht sagt ihr jetzt, es ist übertrieben, weil er hat auch ein paar Zweikämpfe verloren. Aber der hängt sich rein. Der hat Bock auf Deutschland, der hat Bock auf die Nationalelf, der hat Bock auf Fußball, der liebt Fußball. Und was soll man dazu sagen, Digga? Linker Außenverteidiger bzw. linker Flügel, 3 Torbeteiligungen bei einem 4-2. Was soll man dann als anderes geben? Er hat sogar noch ein Tor geschossen, was nicht anerkannt wurde, was auch richtig war, weil es Abseits war. Kriegt von mir eine glatte 1. Rechte Seite Kimmich. Ich habe ja letztes Spiel Kimmich sehr hart kritisiert, beziehungsweise Jogi Löw, dass er Kimmich auf diese Position stellt, weil er ist zum absoluten Weltklasse-Spieler geworden. Als er auf der 6 gespielt hat bei Bayern, auf der rechten Verteidigerposition ist er sehr gut, aber er ist nicht so gut wie auf der 6. Aber heute hat er gezeigt, nicht so gut wie auf dem rechten Verteidiger, aber heute hat er gezeigt, dass er auch die rechte Verteidigerposition sehr, sehr, sehr gut begleiten kann. Viele Flanken kamen gut, viele Pässe kamen gut, er hat viele Läufe nach vorne gemacht, 2 Torvorlagen, kriegt von mir eine 1,5. Thomas Müller, keine direkte Torbeteiligung, aber sich wahnsinnig aufgeopfert, hat gute Bälle gespielt. Oder warte mal, hat er nicht eine Torbeteiligung? Jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Hat er nicht das 4-1 vorbereitet? Oder war das der vorletzte Pass? Nee, war der vorletzte Pass. Oder war im 13? War der vorletzte Pass auf Gosens beim 3-1 von Havertz. Hat mir viel, viel besser gefallen als gegen Frankreich. Sehr gutes Spiel gemacht. Auch keine direkte Torbeteiligung, kriegt von mir trotzdem eine 2. Hat gekämpft, hat auch nach hinten gekämpft, war sich für nicht zu schade. Sehr gutes Spiel von Thomas Müller, so ein braucht man auf jeden Fall. Kai Havertz, ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also Kai Havertz hat mich extrem aufgeregt im ersten Spiel, weil er die gleiche Körperspannung an den Tag gelegt hat, wie auch heute wieder. Wie ein Schluck Wasser. Im ersten Spiel kein Zweikampf gewonnen, gefühlt immer lapidar dabei gewesen, ob es Flanken waren, da war man mit dem Rücken zurückgelehnt, Flanke kommt nicht an, Flanke wird geblockt. Auch heute wieder, naja, halbherzig, bei den ersten zwei Toren war er beteiligt, waren aber Eigentore. Er hat nicht richtig gejubelt. Wo ist seine Emotion? Aber vielleicht ist er auch einfach nicht so ein emotionaler Typ. Oder er ist arrogant, ich weiß es nicht. Ich will ihm nicht sagen, dass er arrogant ist. Ich sage jetzt einfach, er ist nicht so ein emotionaler Typ, um ihn zu schützen. Er hat auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel heute gemacht. Kann man ihm nicht absprechen. Hat ein wichtiges Tor zum 3-1 gemacht. War an wichtigen Toren beteiligt, auch wenn man das nicht als Assist sieht. Aber bei dem Eigentor
von Ruben Dias war ja beteiligt. Gut, bei dem Tor von Eigentor von Guerrero hätte er den vorher schon selber reinmachen müssen. Aber egal, er war sehr, sehr wichtig für die Offensive, hat ein gutes Spiel gemacht, kriegt von mir auch eine 2. Und jetzt Serge Gnabry, er hat kaum Torchancen gehabt, hat sich aber aufgeackert wie ein Schwein vorne. Der ist eigentlich gar kein Stürmer, hat sich da aufgeackert, ist jedem Ball hinterhergerannt, hat sich immer angeboten. Unglückliche Position für ihn in diesem Positionsspiel. Er ist auch eigentlich gar kein Stürmer. Er ist ein Flügelspieler oder kann meinetwegen auch gerade so auf der 10 spielen. Er ist eigentlich kein Neuner. Hat's gemacht, opfert sich auf, hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat gut Bälle zurückgelegt. Kann natürlich kaum Kopfballduelle gewinnen, wenn die Bälle hochkommen. Kann natürlich kaum Bälle ablegen wie so ein Cordoba oder sowas. Oder wie ein Lewandowski, jetzt übertrieben gesagt. Hat mir aber kämpferisch sehr gut gefallen, kriegt von mir eine 2,5. Das waren meine Spielernoten. Extrem aus der Emotionalität heraus. Vielleicht habe ich auch ein Bier zu viel getrunken, Leute, ich weiß es nicht. Aber das Spiel war sehr geil, der Stream war sehr geil. Es waren richtig viele Leute drin. Danke an jeden Einzelnen, der mich bei Twitch heute finanziell unterstützt hat. Weiß ich sehr zu schätzen. Ich investiere sehr viel Zeit in YouTube rein. Ich versuche jeden Tag für euch ein Video zu machen. Ich investiere sehr viel Zeit in Twitch rein. Deswegen weiß ich zu schätzen, wenn mich jemand ein bisschen Geld oder am Abo unterstützt. Vielen, vielen Dank. Oder wenn ihr meine Werbung einfach nur durchguckt, wenn ihr mir ein Abo auf YouTube da lasst oder dieses Video teilt. Danke an jeden Einzelnen. Wir sind über 1300. Macht so viel Spaß mit euch. Hat mies viel Spaß gemacht, dieses Deutschlandspiel zu gucken. Ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei. Nächsten Mittwoch, wenn wir gegen Ungarn spielen, wenn es um alles geht. Ich hoffe, ihr seid auch bei den Streams am Montag und Dienstag dabei. Ich wünsche euch einen zauberhaften Samstagabend. Wetter ist geil. Deutschland hat gewonnen. Betrinkt euch oder macht es nicht. Besser ist natürlich nicht. Ja, vielen Dank. Geiler Abend, geiler Tag. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Bis dann. Und eins muss ich noch hinterher schmeißen. Hau, hey, bis dann. Ciao.